Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute wieder bei Armored Warfare dabei seid. Und heute zeige ich euch den Type 90-2, der mit dem neuen Händler Shang reingekommen ist. Hierbei handelt es sich um einen Tier 7 Kampfpanzer. Sehen wir uns jetzt auch nochmal an. Geschichte. Der Type 90-2 ist ein chinesischer Kampfpanzer, der seit den frühen 1990er Jahren produziert wurde. Das Modell bietet gegenüber seinem Vorgänger signifikante Verbesserungen bei Panzerung, Mobilität und Feuerkraft. Das Fahrzeug wurde in Pakistan als Al-Khalid modifiziert und seit 2007 in einer Stückzahl von mehreren hundert vor Ort zusammengebaut. Also, da sieht man, so alt ist das Ding noch gar nicht. Der Schaden 465, Schaden pro Minute ist typisch für einen Kampfpanzer natürlich nicht so hoch mit 3321. Struktur 2095 Hitpoints, die Panzerung 320 und Turm 340, alles andere Seite und hinten könnt ihr ja lesen. Höchstgeschwindigkeit 70,20 km/h, ganz ordentlich, also so rundrum scheint es ein fahrbarer Panzer zu sein. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe ihn jetzt hier schon verbessert und zwar sehen wir hier, also da ist schon alles Elite. Das Einzige, was ich nicht mitführe, sind die Retrofits. Aber das Thema hat man ja schon mal. So, dann würde ich sagen, lasst uns mal ins Gefecht springen und wir schauen, was so abgeht. Und da sind wir jetzt also auch schon auf der Karte Stiller Fluss. Sind hier in einem 8er, 7er Matchmaking, also sind jetzt in dem Fall mal Low-Tier. Ja, mal gucken, wie wir uns da so schlagen. Gerade die Gegnerpanzer, die sind natürlich jetzt nicht ohne. Viele gute Panzerungen dabei, also wird es hier mit der Linie meines Erachtens schon deutlich schwieriger. Also dementsprechend werde ich mich da auf die, auf die 1er-2er Linie konzentrieren. Und damit rüberfahren. Das ist jetzt auf jeden Fall mal der Plan und mal schauen, wie es jetzt dann nachher in der Umsetzung aussieht. Gerade bei Let's Plays will ich eigentlich immer eh so ein bisschen passiver spielen, weil da ist es standesgemäß so, es ist einfach nicht so cool, wenn ich nach 3 Minuten tot bin. Dementsprechend will ich euch da schon was bieten. Oh, Hubschrauber! Ah, knapp darunter. Mehr hoch kriege ich ihn nicht? Ist ja auch doof. Aber wir sehen, die 1er-2er Linie, die wird gar nicht stark bespielt. Da ist sogar ein bisschen Ebbe. Also werde ich wirklich passiv bleiben. Weil die 8er, also die 8er selber, die machen schon guten Schaden an mir. Yeah, schöner Hit. Ich hoffe mal, dass die Jungs hier einfach da ein bisschen zurückhaltend sind. Hier auf der Linie, aber das sieht nicht so aus. Jo. War ich ein bisschen zu weit rausgefahren und schon ist man offen. Und der Leo ist auch schon weg. Naja, von vorne ist natürlich zu schwer, den so zu durchschlagen. Ich hoffe jetzt ja mal, dass die Arti oder so mithilft, aber ja, wo ich danach schaue, sehe ich, wir haben hier gar keine Arti. Ja, da kann auch nichts dann da mal schnell durchschlagen. Also ich hoffe jetzt einfach mal, dass die da nicht drücken, sondern dass die da so ein bisschen Slowplay spielen. Und ich hier irgendjemand seitlich treffe. Okay, so viel dazu. Sehr gut, der wurde da schnell und wichtig auch zerstört, so wie sie es gehört. Da wurde gut aufgepasst. Deswegen jetzt können wir hier weiter vordrücken. Ah, schade, da hätte ich gern supportet. Nein, ein bisschen zu weit hinten. Schade. Sehe ich ihn nochmal? Ne, sieht nicht so aus.
Aber wir fahren hier weiter. Oh, gibt's doch nicht. Lässt sich da droppen. Tendenziell ist hier einiges, aber nichts, wo ich gerade drauf komme. Jetzt ist er weg. Identifizieren. Kommt schon noch mal raus. Na, dann halt auf den Challenger. Ja, obendrauf geht's halt immer, auch wenn da der Schaden nicht so stark ist. Jetzt fahr doch du nicht wieder zurück. Oh, oh Gott, oh Gott. Was ist denn da plötzlich hinter mir? So, noch ein Hit rausbekommen, aber das wird leider meine Zerstörung sein. Ja, schade. Wir schauen uns jetzt aber noch das Ende an. Da haben die beide hier einfach zusammen im Clan gespielt, haben sie gut gemacht, haben dann rumgedrückt zu einem Zeitpunkt, wo ich es nicht hatte erwartet. Leider, leider, schade. Und jetzt schauen wir mal, vielleicht schafft es ja unser Team noch, hier was auszumerzen, aber es schaut nach einer Niederlage leider aus. Aber auch eine Niederlage muss mal gezeigt werden und ich glaube, wir haben uns mit 6 Hits, 2000 Damage schon wacker geschlagen. Aber der Centurio, der hat uns dann leider den Rest gegeben. Oh ja, im Chat ist auch gute Stimmung. Ja, die Wolfpanzer sind einfach schön. Aber wie gesagt, die Preispolitik habe ich schon mal angesprochen. Die finde ich nicht so prickelnd. Ja, der vorletzte weg. Und hier jetzt einzig und allein noch der Challenger. Oh, das war ein fetter Hit. Mann, 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 wenn ich mal so lange leben würde. So, aber jetzt ist auch der leider gleich Geschichte. Aber die Ram-Attacke hat da nicht funktioniert. Und jetzt schauen wir mal, was so die Niederlage unterm Strich rausgebracht hat und wie wir uns so im Teamvergleich geschlagen haben. Spähschaden 3045 gemacht, Schaden 2012, also da habe ich aber mal gut den Scout rausgehängt. Nicht schlecht, hätte ich gar nicht so erwartet, aber ihr seht hier. Und dementsprechend bin ich auch mit 1990 XP auf den dritten Platz gefahren, also ja, doch deutlich besser als erwartet. Dementsprechend 97.000 gab es noch in der Niederlage raus und auch das kann man doch lassen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, wünsche euch weiterhin viel Spaß bei Armored Warfare, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.